Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt schon gelesen, wir haben eine Odyssee, die wir gerade erleben. Und mehr Informationen gibt's wann? Nach dem Intro. Da sitzen wir mal wieder im Auto. Ja, noch sitzen wir im Auto. Das wird sich aber morgen ändern. Es ist eine Woche her für euch. Gestern war Samstag das Video mit unserem Motorschaden. Fragezeichen ist online gegangen. Ja, und was soll man sagen? Das Thema ist noch nicht durch. Nee. Aber es ändert sich andauernd was. Ja, ist richtig. Wir sind jetzt, oder ich bin eher gesagt, nochmal mit dem Wagen gefahren. Brauchte den nochmal privat. Und was soll ich sagen? Bin losgefahren, aus einem Ort raus. Der Hintermann, würde ich sagen, der hat etwas blöd geguckt, weil er hat nämlich nichts mehr gesehen. Es gab eine riesen weiße Wolke. Der ist nämlich verschwunden, die Scheinwerfer. Also die Scheinwerfer habe ich noch gesehen, aber das Auto nicht mehr. Also das heißt, es war wirklich tatsächlich so, dass der Wagen eine richtige Qualmwolke rausgejagt hat. Eine weiße auf jeden Fall. Und danach ging die Motorkontrollleuchter wieder an. Ja. Das habt ihr ja gesehen, Motor kontrollieren mit dem Fehlercode, den wir euch da angezeigt haben. Ja, ja, Fehlercode, genau. Ich habe es dann ausgelesen, habe dann natürlich geguckt, was ist es denn? Und er sagt, Gott, wie hieß denn das? Dieselpartikelfilter-Temperatursensor oder irgendwie sowas und das zu Masse kurz geschlossen. Genau, wir blenden euch das auf jeden Fall ein, den Fehlercode, den haben wir ja hier, den wir ja Gott sei Dank jetzt in Launch haben, ne? Da können wir das auch auslesen. Ja. Und wir konnten entsprechend die Werkstatt informieren. Genau, sie wird halt schon mal den Fehler analysieren, schon mal von der Ferne aus, soweit wie es halt geht, mit den Informationen, die sie von mir bekommen haben natürlich. Ja, und morgen früh bringen wir dann wieder in die Werkstatt. Genau. Da muss auf jeden Fall wohl ein Teil auch ausgetauscht werden. Der Fehler bleibt ja jetzt bestehen, den löschen wir auch nicht. Nein. Den soll bitte die Station machen. Und so wie sich das liest, muss auf jeden Fall ein Teil ausgetauscht werden. Und zwar irgendwie. Ja, das ist ein Sensor für den Partikelfilter. Ne? Nee, das ist ein anderer Filter. Ja, das ist jetzt der Temperaturgeber dafür. Genau, der Temperaturgeber. Ja. Und der hat sich wohl zerschossen. Kurzschluss, ne? Irgendwas. Kurzschluss, ja. Ob das Thema damit dann aber durch ist, wissen wir natürlich nicht. Wir lassen das jetzt erstmal prüfen. Dann hoffen wir auch, dass die Werkstatt ein Teil bekommt oder dieses Teil bekommt. Denn wenn die das natürlich nicht bekommt, dann steht der Wagen erstmal wieder ein bisschen länger da. Dann müssen wir halt nochmal gucken. Wie, was es wird, ihr werdet es anhand unserer Klamotten wiedersehen. Ja. Wir werden wieder ein Video drehen, was über mehrere Tage geht. Und dann schauen wir mal, was passiert. Eine Frage werde ich der Werkstatt nochmal stellen, denn in dem letzten Video kamen einige Kommentare so nach dem Motto, ob das jetzt mit dem wenig Spritverbrauch damit zusammenliegt und so weiter. Das werde ich auf jeden Fall den Werkstattmeister fragen, weil interessiert mich auch. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, denn es sind immer wieder Regenerationsprozesse dabei. Wir fahren nie Kurzstrecke, wir fahren immer längere Strecke. Also das heißt, der Wagen ist richtig heiß. Wir werden es aber auf jeden Fall nochmal erfahren. Ich werde den Fachmann dazu befragen und der wird uns dann dazu eine Auskunft geben. Natürlich werde ich das berichten, weil ich werde ihn nicht interviewen. Genau, also warten wir wieder ein paar Tage ab und dann melden wir uns hoffentlich aus dem Wagen oder halt von woanders, wenn das nicht funktioniert hier mit unserem Auto. Also mal sehen. Es bleibt spannend und jetzt machen wir mal wieder ein paar Tage Wartezeit. Und ihr habt einmal so einen Würfel, der sich dreht und schon sind wir wieder da. Neuer Tag, neues Glück. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Kamera schaue. Aber ja, Glück haben wir nicht wirklich. Denn was sollen wir sagen? Wir haben hier ein Handy, wir sind in einem Hotelzimmer. Wir sind doch mal mit dem Van unterwegs. Was ist denn jetzt passiert? Tja, da ist wohl was schiefgelaufen, würde ich sagen, wa? Ja, und zwar mit unserem Van. Sprich wirklich, denn der ist in der Werkstatt. Ja, und zwar auch auf jeden Fall für längere Zeit. Das kann man auch dazu sagen. Wir wissen nicht, ob unser Urlaub gefährdet ist, den wir machen wollen. Wir wissen nicht, wann der Fahrzeug wieder rauskommt. Denn, tja, Stefan, erzähl das einfach mal, aber ich glaube, möchtest du dich da lieber bequem hinsetzen? Sonst der Ausblick ist schön, aber dass ich die Kamera halte und er setzt sich da mal hin, dann ist es viel besser, weil der kann nicht die ganze Zeit den Arm da so lang festhalten. Ich erzähle euch das geht mal. Einfach nicht. Tja, letzte Woche hat mich die Werkstatt, beziehungsweise nein, diese Woche hat mich die Werkstatt angerufen und hat mir mitgeteilt,
nachdem wir ja diesen Fehler nochmal hatten, was denn die Ursache des Fehlers ist. Und was soll ich sagen? Der Dieselpartikelfilter ist kaputt. So. Dazu muss man eins wissen, bei dem Fahrzeug muss laut Werkstatt der gesamte Motor ausgebaut werden. Und jetzt ist es so, dass die Werkstatt erstmal auf Freigabe von Fiat wartet. Das heißt, bevor Fiat nicht sein Go gibt, wird da auch gar nichts repariert. Wie die das festgestellt haben, Einzelheiten weiß ich dazu natürlich auch noch nicht. Ich weiß nur, dass sie gesagt haben, dass der Dieselpartikelfilter kaputt ist. Ich gehe mal davon aus, weil der Temperatursensor ja eine Macke hatte, dass das wahrscheinlich sich daher schon eine längere Zeit angekündigt hatte. Und ich habe ja auch immer wieder Rauchwolken gesehen, Rußwolken gesehen beim Anfahren. Also es deutete mir auf jeden Fall dahin, dass irgendwas nicht stimmt. Und wie der Werkstattmeister ja auch schon gesagt hatte, dass Ruß bei einem Euro 6D Temp-Motor nicht normal ist. Ja, das scheint jetzt also auch sich bewahrheitet zu haben. Je nachdem, ob Teile geliefert werden, das kommt natürlich auch noch darauf an, werden wir entweder das Fahrzeug dann irgendwann mal wieder kriegen, nachdem die Freigabe dann erfolgt ist, oder halt, es dauert halt viel länger, das wissen wir nicht so genau. Ja, schöne Nachrichten sind anders, nutzen können wir das Fahrzeug auch nicht. Ersatzfahrzeug habe ich natürlich nicht nachgefragt, aber wird es dazu nicht geben, bin ich mir ziemlich sicher, denn die haben auch kein Wohnmobil da in der Werkstatt, das ist halt eine normale Fiat-Werkstatt. Einen nicht ausgebauten Transporter könnten sie uns vielleicht geben, aber das würde uns ja nichts weiterbringen. Ne? Also von daher, ja, aber Hotel, dazu wird Marcel gleich mehr sagen, warum wir überhaupt im Hotel sind und ob das normal ist und ob wir das so geplant hatten oder nicht, das kann er euch gleich genauer erzählen. Was ja wirklich das Schlimme ist, die müssen den Motor komplett ja rausnehmen und das ist das, was uns wirklich schockiert, weil das dauert so lange, dann noch zusätzlich. Ja, wir hatten einen dreiwöchigen Urlaub geplant. Das ist jetzt alles für dich die große, große Frage. Schaffen sie es nicht? Also, ihr kennt das Video Motorschaden, Fragezeichen, Fahrzeichen, Fahrzeichen. Jetzt kann man wirklich sagen, ja, das war der Anfang von einem sehr interessanten Ende. Und das bei gerade mal nicht mal 20.000 Kilometer runter. Da werden wir euch aber weiter noch berichten. Jetzt kommt natürlich die Auflösung. Wir wären so oder so jetzt in diesem Hotel natürlich gewesen. Wir versuchen immer Anfang Dezember in Berlin zu sein, treffen wunderbare Leute hier und dementsprechend sind wir hier. Toller Ausblick auf den Breitscheidplatz und das werden wir jetzt die nächsten Tage genießen. Ihr habt es bei Instagram schon gesehen, wenn nicht, folgt uns auf Instagram, ist hier eingeblendet und dann würde ich sagen, nächstes Update gibt es, wenn Stefan wieder mit der Werkstatt telefoniert hat. Wieder ein neuer Tag, wir sind gut aus Berlin zurückgekehrt. Hat mit dem E-Auto wunderbar funktioniert, aber wir wollen nicht zu sehr abschweifen. Denn wir haben heute Mittwoch, den 14.12.2022. Es gibt ein Update. Es hat etwas gedauert, dass wir das nächste Update von unserer Werkstatt bekommen haben. Aber nun ist es da. Fiat hat jetzt die Reparatur des Partikelfilters freigegeben. Das heißt, das Teil wurde bestellt. Unser Werkstattmeister hat uns heute angerufen und hat uns mitgeteilt, dass der Wagen sofort in die Werkstatt gekommen ist, nachdem die Lieferung des Partikelfilters erfolgt war. Und ja, sie nehmen jetzt das Fahrzeug auseinander. Motor raus. Ja, wenn alles gut geht, kriegen wir vielleicht ein paar Fotos. So habe ich gefragt. Und ja, müssen wir mal einfach sehen, wie das Ganze dann aussieht und ob dann noch irgendwas gefunden wird oder nicht. Das entscheidet sich ja natürlich dann auch jetzt bei der Reparatur. Wenn man dann dabei sieht, dass irgendwas kaputt ist, wird das sicherlich auch noch ausgetauscht, muss vielleicht noch nachbestellt werden. Man weiß es nicht, müssen wir halt gucken. Ja. Und wenn alles gut geht, dann haben wir den nächste Woche auf jeden Fall da. Wenn jetzt allerdings noch Teile fehlen, die irgendwie lange Lieferzeiten haben oder sowas, wird es problematisch. Und nächste Woche ist der 23.12. und da wollen wir nämlich los mit unserem Auto über drei Wochen fahren und wenn das nicht klappt, wäre das echt nicht schön. Ja, das heißt, es bleibt weiterhin spannend, wie letztes Jahr war es, wo wir den Wagen kriegen, also sprich hat das funktioniert mit dem Heizungsumbau, da war das wirklich kurz vor knapp, jetzt ist es wieder kurz vor knapp, also rund um Weihnachten irgendetwas zu planen, ist keine gute Idee. Bei uns zumindest nicht. Also wir haben Talent dafür. Ne? Oder halt, wir haben leider in die
A-Karte gezogen, dass wir halt immer wieder ein Fahrzeug haben, was halt Probleme macht. Werden wir sehen, alles gut. Das ist jetzt der Stand und wir hoffen, das nächste, den nächsten Teil, das heißt die nächste Blende ist dann so, dass wir wieder in unserem Auto sitzen. Das hoffe ich ganz dolle. Ja, und ich also drückt uns die Daumen. Wir schreiben Freitag, den 23.12.2022. Wir sitzen in unserem kleinen TÜV-TÜV und wenn ihr hier hinten guckt, da ist Bettwäsche, da sind Kisten, eben gerade alles aus unserem Buggy abgeholt. Wir haben also unser Auto nicht wiedergekriegt. Damit ist unsere schöne Reise, die wir geplant haben, unsere 3 Wochen, die wir unterwegs sein wollten, so hinfällig. Problem, warum kriegen wir das Auto nicht? Weil der Dieselpartikelfilter nicht angelernt werden kann. Das Auto ist fertig, steht auf dem Hof, aber er kann nicht angelernt werden und ohne dass der angelernt wird, darf er nicht rausgegeben werden. Also man versucht natürlich eine Sondergenehmigung zu kriegen, aber das versuchen wir seit Anfang der Woche, also das heißt seit Montag, also 5 Tage. Und ja, mit viel hin und her und so weiter und es ist bei partout nicht anlernbar und ja. Genau, die haben ein Ticket aufgenommen von dem Hersteller, also von diesem Auslesegerät, wo man das jetzt durchlaufen muss. Da kommt auch keine Antwort. Also genau die schlechteste Zeit überhaupt, die wir gerade haben. Genau zwischen Weihnachten und Silvester. Tja. Und ja, ihr wisst ja noch nicht, warum überhaupt der Dieselpartikelfilter kaputt gegangen ist. Genau, die Information haben wir ja zwischenzeitlich mal irgendwann mal bekommen. Genau, das würde ich euch jetzt nochmal sagen. Und zwar ist der nicht kaputt gegangen, weil man falsch gefahren ist oder sowas, sondern es ist einfach passiert, weil der Turbolader kaputt ist. So, der Turbolader wurde nämlich auch ausgetauscht. Der Turbolader hat Öl in das Abgassystem gebracht, an Stellen, wo er es nicht reinbringen darf. Und dadurch hat sich der Dieselpartikelfilter einfach zersetzt. Und der ist einfach kaputt gebrannt. So, das dazu. Also, Reparatur abgeschlossen, aber ja, kann nicht angelernt werden, kann also auch nicht rausgegeben werden und sie dürfen es nicht. Genau, Fiat gibt auch keine Alternative, das ist momentan das Problem, weil das war ja so mein Gedanke, einfach zu sagen, dann müssen sie zu der Werkstatt fahren, um das da auch nochmal auszutesten oder halt den Wagen überführen dahin, das wäre alles möglich gewesen. Fiat bewegt sich da kein bisschen. Also nicht unser Autohaus, das kümmert sich wirklich super darum, kann man nicht, echt nicht sagen, aber das ist halt Fiat, die halt keine Antworten liefern. Ja, wegen Ersatzfahrzeug und so weiter kann ich euch auch gleich mal ein bisschen informieren, falls ihr solche Fälle auch mal habt. Es ist so, dass du bei der Pannenhilfe anrufen kannst. Du kannst ein Ersatzfahrzeug natürlich anfordern, wirst aber kein Wohnmobil bekommen, weil Wohnmobile haben sie nicht. So, für die Leute, die Wohnmobile haben und dann eins brauchen, hast du die Möglichkeit, bis zu 5 Tage ein Wohnmobil zu bekommen. Maximale Preis, also das sind die aktuellen, von 150 Euro am Tag, mehr darf das dann der Wagen dann nicht kosten. Und ja, das ist das im Prinzip, was sie dir anbieten. Problem ist aber, wir haben kein Fahrzeug mehr gekriegt. Ich habe hier alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt und habe hier alle Leute abtelefoniert und alle Händler, die irgendwelche Fahrzeuge haben, nichts. Unser also, Händler ist nicht mehr da. Genau, also für euch, hätten wir das vorher gewusst, hier wären wir früher natürlich tätig geworden. Das wussten wir jetzt nicht. Das ist jetzt wirklich das eine Risiko, was wir jetzt hatten. Auf jeden Fall ist die schöne Tour, die wir machen wollten, Schweiz, Italien, Österreich, damit geplatzt. Genau. Und wie das dann alles weitergeht, das erfahrt ihr dann in seinem nächsten Video. Weil jetzt wollen wir dann dieses Video auf jeden Fall beenden. Wir haben jetzt zig neue Stände gehabt. Stand ist jetzt einfach, wir haben ihn nicht. Wir können mit unserem Fiat Ducato, mit unserem Malibu Van leider nicht die Weihnachtszeit und die Neujahrszeit genießen. Und hoffen wir, dass es dann einfach mal zwischen den Jahren bzw. Anfang nächsten Jahres irgendwas wird. Oder ob sie den vielleicht noch ein halbes Jahr da stehen lassen wollen. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ja, also dementsprechend soll es das jetzt gewesen sein. Stefan hat nämlich schon Armprobleme, sehe ich gerade. Hm. Und ja, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage. Denn ich weiß, dass dieses Video erst nach, also nicht Heiligabend und auch nicht am ersten Weihnachtstag rauskommt. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr eine schöne Zeit hattet. Und ja. Und Bilder gibt es im nächsten Video. Das auf jeden Fall. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns bald, schon bald wieder. Mehr, wenn wer weiß, welchem Fahrzeug. Mal gucken. Bei Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.